Ein Ort der Einzigartigkeit. Das Strandbad Plötzensee lädt Menschen aus allen Lebensbereichen ein, die Magie des inklusiven Strandtags zu erleben. Hier verschmelzen lachende Gesichter, vielfältige Fähigkeiten und gemeinsame Aktivitäten zu einem besonderen Erlebnis. Da fiebern die jeden Termin entgegen, weil sie andere Leute treffen, weil sie Leute von der Arbeit wiedersehen, aber unterm anderen Kontext. Nicht Arbeit, sondern Spaß, Freizeit und einfach Wiedersehen. Und das macht das aus hier. Mit klarem Fokus auf Inklusion und Nachhaltigkeit haben die Strandbetreiber und das Unionshilfswerk eine Atmosphäre geschaffen, die die Vielfalt der Menschen an jedem zweiten Freitag im Monat einbezieht. Inklusion braucht Herz, Inklusion braucht Engagement und Inklusion braucht gutes Wetter. Und der Einzige, der das richtig gut gemacht hat, ist heute der liebe Himmel. Und den BesucherInnen wird dabei viel geboten. Sie können sich auf der Sonnenliege entspannen, im erfrischenden Wasser planschen, sich an der Strandbar austauschen oder auf der Tanzfläche zum mitreißenden Beats dancen. Mir gefällt es besser hier am Strand, weil ich mit bei NC3 hierher komme, mit der Gruppe zusammen. Im April legten engagierte HelferInnen aus der Nachbarschaft, wie zum Beispiel von den Berliner Wasserratten oder dem Wohnheim Joachim Pfahlhaus, Wege aus Panzerplatten über den Sandstrand. Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen können nun mühelos am Ufer entlang flanieren und das Wasser genießen. Wenn ich auch am ersten Tag hier, da kamen Leute mit den Rollstühlen, die haben sich so gefreut, dass sie endlich mal hierher fahren konnten und auch teilnehmen konnten mit der ganzen Musik und den ganzen Leuten. Das Geheimnis des inklusiven Strandtags sind aber die engagierten HelferInnen. Sie sind die unsichtbaren Helden, die dafür sorgen, dass jeder Moment reibungslos abläuft. Von der Begrüßung der Gäste bis zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Sie schaffen eine Atmosphäre des Willkommenseins. Wir haben die Möglichkeit, bei Immobilien Scout ein Social Summer zu machen. Das heißt, wir dürfen ca. 8 Stunden unserer Arbeitszeit in so ein Projekt investieren. Und wir haben uns als Team dazu entschlossen, das gerne zu machen, auch weil das so eine schöne Teamaktivität ist, hier im Sommer gemeinschaftlich an so einem Projekt teilzunehmen. Neben den inklusiven Strandtagen engagiert sich das Unionhilfswerk mit über 3000 MitarbeiterInnen und 900 Freiwilligen täglich in über 100 Einrichtungen, sowie für Kinder, Jugendliche und Geflüchtete. Sie heißen immer freiwillige HelferInnen herzlich willkommen, die ihre Unterstützung gern einbringen. Markieren Sie sich deshalb unbedingt den 15. September 2023 im Kalender, um einen inklusiven Tag am Strandbad Plötzensee zu erleben. Ganz gleich, ob Sie sich nach Freiwilligenarbeit, Sonnenbaden oder Tanzen sehen. Dieser Tag verspricht unvergessliche Erlebnisse der Einzigartigkeit und des Miteinanders.